Hallo. Ja, nee, ist diesmal nicht ganz so freundlich wie sonst. Nee, ich habe auch mal schlechte Laune. Und das geht ja darum, authentisch zu sein. Und deshalb sage ich mal, wie es ist. Ich hänge durch. Weiß ja nicht, wie es euch geht in diesem Februar des Jahres 2022. Heute ist der 21. Gestern war es ganz schlimm. Gestern habe ich so was von schlechter Laune gehabt. Oh, ich hätte den ganzen Tag nur schimpfen können. Ich meine, man muss auch immer sagen, seit 2 Jahren kämpfen wir alle darum, uns immer wieder in unsere eigene Mitte zu ziehen, ja? Irgendwann ist dann doch auch mal, es reicht doch auch dann irgendwann einfach mal. Also ich meine, das ist. Und mal ganz ehrlich, also diese da in Aussicht gestellten Lockerungen. So ein Witz, so eine Strahlbit und nicht ganzet. Also, falls euch das auch so geht, ihr seid nicht allein. Nein. Das geht ganz vielen so. Gestern hat eine gesagt, sie hat den Corona-Blues. Kann ich verstehen. Hab ich auch. Klingt zwar schöner, aber ist genauso bescheiden. So, ich gucke jetzt einfach mal, wie es da in Österreich aussieht bei der lieben Katja. Vielleicht kann die mich ja aufmuntern. Hallo Sabine, Hallo Katja. wie geht's dir? Na, geht so, durchwachsen würde ich sagen. Und selbst? Bei mir ist alles grau in grau. Na super. Und ich weiß nicht, wie lange das noch so weitergeht. Also, das ist keine Ich Hilfe. mag nicht mehr. Nee, ich auch nicht. Aber wir können uns doch nicht so gehen lassen. Soll mal was singen? Was singen? Komm, wir singen Wir was. beide? Lockdown lohnt sich nicht, mein Darling, oh no. Schade um die schöne Lebenszeit, yeah. Dauer-Lockdown lohnt sich nicht, mein Darling. Könnte ich bestimmen, wären wir längst Das befreit. glaube ich. Geknebelt schon so lang, drum frage ich mich bang, ist irgendwo die Freiheit denn in Sicht? Wenn Unrecht aus Recht behandelt man nicht schlecht, wird Ungehorsam absolut zur Pflicht. Dauer-Lockdown lohnt sich nicht, my darling, oh no. Schade um die schöne Lebenszeit, yeah, yeah. Dauer-Lockdown lohnt sich nicht, my darling. Könnte ich bestimmen, wären wir längst befreit. Gesundheitsdiktatur, gegängelt wird man nur. Experten sagen, wir sind alarmiert. Und glaubt man ihnen nicht, hat eine andere Sicht, wird man verachtet und diskriminiert. Dauer-Lockdown lohnt sich nicht, my darling, oh no. Schade um die schöne Lebenszeit, yeah, yeah. Dauer-Lockdown lohnt sich nicht, my darling. Könnte ich bestimmen, wären wir längst befreit. Oje, wie soll das weitergehen? Am Ende möchte ich sehen, das unbeschwerte Leben kommt zurück. Die Ketten werf ich fort, verlass den düsteren Ort und leb voran in Freiheit und im Glück. Dauer-Lockdown lohnt sich nicht, my darling, oh no. Schade um die schöne Lebenszeit, yeah, yeah. Dauer-Lockdown lohnt sich nicht, my darling. Könnte ich bestimmen, wären wir längst befreit. Könnte ich bestimmen, wären wir längst befreit. Tschüss, Katja. Meine Güte, es klappt doch immer wieder. Mit Musik geht alles besser. In diesem Sinne, legt euch irgendwas auf, wo ihr Spaß mit habt, und dann geht das auch wieder. So, schöne Grüße aus Berlin.